Liebe Zuschauer, es gibt zwei Dinge, die sich bei Pearl TV wie geschnitten Brot verkaufen. Entweder wir stellen es gerade vor und es ist in derselben Sendung noch ausverkauft, das ist auch schon vorgekommen, oder innerhalb von kürzester Zeit ist es dann ausverkauft. Und das natürlich auch zu Recht, denn es ist absolute Qualität und das für einen Hammerpreis. Diese zwei Produkte, von denen ich rede, sind zum einen unsere Computer, dafür sind wir auch bekannt für Technik, und zum anderen sind das unsere heiß begehrten, immer wieder ausverkauften Uhren, und das auch zu Recht. Und da stimmst du mir bestimmt auch zu, Carsten, ne? Aber natürlich, und jetzt frag mich doch bitte endlich mal, wie spät ist es, liebe Anne-Kathrin? Ganz kurz, hallo zu Ihnen nach Hause übrigens. Schön, dass Sie da sind. Carsten, ich habe Hunger. Wie spät ist es denn? Oh, ja, es ist jetzt ungefähr 6:10. Oh, Zeit für Abendbrot. Ich bin da mal weg, ne? Tschüss. Ist natürlich eine beliebte Frage, wenn man eine schicke Uhr am Handgelenk trägt. Und genau die möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Das Schöne ist, wir haben in den kommenden Minuten Uhren für die Herren und Uhren für die Damen. Wobei man meines Erachtens bei den Uhren, die wir zeigen, nicht unbedingt immer primär auf Männlein oder Weiblein gehen kann. Mittlerweile ist das, glaube ich, in der Mathematik würde man Schnittmenge dazu sagen. Ja, genau. Aber vielleicht fangen wir einfach mit unserem Chronographen mal an. Eine Uhr, die ich ehrlich gesagt schon auf den ersten Blick ins Herz geschlossen habe. Schauen Sie mal, da ist sie. Ich werde sie auch gleich mal rumdrehen. Im Moment zeige ich sie Ihnen auf dem Kopf. Aber das ist natürlich eine Uhr, ein Chronograph, diese Flieger, diese Pilotenoptik, die man hier hat. Schön groß, also auch etwas wuchtig, das meine ich durchaus positiv. Eine Uhr, die einfach zu jeder Gelegenheit passt. Ich habe jetzt heute mal einen Pullover an, bin eher etwas sportlicher gekleidet. Wenn Sie zum Beispiel auch mal einen Anzug tragen zu einem Geschäftstermin oder grundsätzlich im Büro, sieht diese Uhr ebenfalls ganz hervorragend aus. Im Prinzip passt sie zu jedem einzelnen Stil. Ja. Schön natürlich, dass das schwarze Kroko-Lederband, es ist Kroko-Lederoptik, es ist ein echtes Lederband, aber es ist Kroko-Lederoptik. Und dann haben wir natürlich diesen metallenen Korpus und natürlich diese sensationelle Optik dieser Fliegeruhren, die man an anderer Stelle sicherlich für ein paar tausend Euro kaufen kann. Wir bieten Ihnen das Ganze natürlich zu einem sensationellen Preis an. Du hast sie auch schon umgelegt und dir gefällt sie ebenfalls ganz gut. Ja? Genau, wir haben uns ja zu Anfang der Sendung schon so unterhalten, dass ja der Trend dahin geht, dass gerne Frauen auch Männeruhren tragen. Warum? Weil die Frauenuhren einfach manchmal viel zu klein sind, und wir Frauen, wir stehen da ja auch drauf, wenn man das schön im Blick hat, wenn es schön übersichtlich, schön groß ist und vor allen Dingen, wenn da noch so ein bisschen technischer Schnickschnack mit dabei ist. Und bei diesem Chronographen-Look, bei dieser Uhr ist das wirklich so, und diese Uhr, die kann ja nicht nur die Uhrzeit ablesen. Ich habe sie jetzt mal verkehrt rum angezogen, damit Sie das auch hier gut erkennen können. Ich habe hier zum einen oben noch meine Datumsanzeige und dann habe ich natürlich auch noch zwei Augen, die mir einmal den Wochentag verraten und natürlich das Jahr. Also hier steht es auf 12, das heißt, nicht das Jahr, sondern das, sag schon den Monat. Mhm, genau. Wir haben Dezember, also 12. Und deswegen ist es natürlich eine schöne Sache. Wir haben hier alles auf einen Blick. Und ich habe mir die sofort natürlich umgelegt. Aber das ist ja immer noch nicht das absolute Highlight, warum wir Ihnen diese Uhr präsentieren. Denn wenn wir mal genauer auf diese Uhr schauen und ich bewege das jetzt mal mit Absicht, meinen Arm, dann sehen wir, hier bewegt sich irgendetwas. Was ist denn das, Carsten? Das nennt man Unruhe. Falls du diesen kleinen Ausschnitt im unteren Bildausschnitt meinst, ich kann Ihnen das gerne mal zeigen. Ich habe sie jetzt mal falsch rum angezogen. So werden Sie wahrscheinlich zu Hause keine Uhr tragen, aber damit Sie es besser erkennen können, habe ich sie mal rumgedreht, damit Sie die Uhr entsprechend auch vom Ziffernblatt mal ordentlich erkennen können. Wir werfen mal einen Blick drauf, und das, was du meintest, liebe Anne-Kathrin, ist das hier. Genau. Das nennt man Unruhe auf der 6-Uhr-Position. Das heißt, man hat also einen freien Blick quasi in Teile der Mechanik dieser Uhr, in das Herzstück dieser Uhr. Wir reden hier von einem Automatikgetriebe. Und das bedeutet für Sie natürlich auch ganz klar, dass Sie nie wieder das Problem haben, dass Sie vielleicht mal eine Uhr, dass mal eine Uhr stehen bleibt, weil die Batterie alle ist. Ja. Und Sie müssen sie dann erst zum Uhrmacher bringen, um die Batterie dann teuer wechseln zu lassen und dann einige Tage auf die Uhr zu verzichten. Genau. Hat eine Gangreserve von bis zu 10 Stunden. Also über Nacht können Sie so ohne weiteres locker mal auf den Nachttisch legen oder auf den Tisch neben Ihren Schlüssel, wenn Sie das nächste Mal wieder anziehen, durch die Bewegung des Handgelenks. Ganz egal, was Sie machen. Wenn Sie schreiben oder wenn Sie irgendwas anfassen, bewegen Sie das Handgelenk. Dadurch zieht sich die Uhr automatisch wieder auf. Wir können uns vielleicht auch mal andere Highlights anschauen. Wie sich das natürlich für einen ordentlichen Chronographen gehört, sind die verschiedenen Druckmechanismen, die Knöpfe an einer Seite angeordnet. Wir sehen das hier an der Seite. Ja, dass Sie die Uhr natürlich auch entsprechend stellen können, wenn Sie das möchten. Und vielleicht nutzen wir die Gelegenheit auch einfach mal und halten mal schnell ein Lineal dran, damit Sie auch mal die Größenverhältnisse erkennen können. Ja. Ich finde, für ein kräftiges Herrenhandgelenk darf es ruhig mal eine etwas kräftigere Uhr sein. Oh, das denke ich auch, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein schönes optisches Highlight. Und jetzt schauen wir mal auf deine Uhr. Genau. Ja, wir haben also hier vom Ziffernblatt einen Durchmesser von ungefähr 4 cm. Ich hoffe, da stimmen Sie mir zu. Und jetzt schauen wir uns mal, Moment, ich muss es mal so rumdrehen. Ist gar nicht so einfach, ne? Ich muss wirklich auf den Kopf schauen hier gerade. Verzeihen Sie mir das, wenn es etwas länger dauert.
Von der Breite her kommen wir auf über 5 cm. Was würdest du sagen, Anne-Kathrin? 5,2, 5,3, sowas um den Dreh. Ja, ne? So um 5,5 fast sehen wir hier im Bild. Ja. Ja, das kann man klasse erkennen. Und man sagt dazu ja auch eine sogenannte Skelettuhr. Warum? Weil man das ja sehen kann, wie du es gerade schon gezeigt hast. Und ich habe meine Uhr jetzt auch mal umgedreht. Da können wir natürlich jetzt auch schön sehen, das Uhrenwerk, wie sich das hier bewegt. Ich wackel jetzt mit Absicht mal hin und her. Also wir sehen es ja jetzt gerade von der Vorderseite bei dir. Ja. Unsere Skelettuhr, und wenn man das Ganze umdreht, dann sieht man das auch nochmal von hinten. Und da kann man schön sehen, wie unser Uhrenwerk hier kräftig am Arbeiten ist. Ich wackel jetzt mal hin und her, denn das ist das eigentlich, diese Bewegung, die ich immer mit meinem Handgelenk mache. Richtig. Und das ist das Schwungrad, was die Uhr, was diese Automatikuhr jederzeit wieder aufzieht. Das heißt, solange Sie sie am Handgelenk tragen, wird sie niemals stehen bleiben. Und selbst wenn Sie sie ablegen, haben Sie bis zu 10 Stunden Gangreserve. Hier genau. Sieht man auch sehr schön nochmal, dass das Band, was wir angesprochen haben, echtes Leder in dieser GroKo-Optik. Natürlich mit einer Dornschließe in diesem Fall gehalten. Wir sprechen von einer Gesamtlänge von 25 cm. Das Armband an sich an der schmalsten Stelle 2 cm, an der breitesten Stelle 2,3 cm. Also eine richtig schicke, nennen wir sie mal Zwiebel, für ein kräftiges Herrenhandgelenk. Ja. Aber wir haben es ja auch bei dir gesehen, Anne-Kathrin, auch dir stand die Uhr ganz hervorragend. Also ein schönes Teil, gefällt mir sehr, sehr gut. Artikelnummer haben Sie gerade gesehen. Wenn Sie zugreifen möchten, tun Sie das. Die geschätzten Kollegen in der Serviceannahme sind rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche für Sie da. Und in einer Woche, heute in einer Woche, ist Weihnachten und wir können Ihnen garantieren, dass die Geschenkideen, wie zum Beispiel eine solche Uhr, noch pünktlich zum Heiligen Fest bei Ihnen zu Hause ankommen werden. Ja, und das ist natürlich ganz wichtig und auch für alle, die Weihnachten gerne mal eine Uhr verschenken. Häufig ist ja so, man greift dann ganz tief in die Tasche und dann trägt man die natürlich nicht jeden Tag, sondern nur zu besonderen Anlässen. Ja, dann sagt man, die ist mir zu schade und die trage ich heute lieber nicht, da habe ich Angst, dass sowas passiert. Das ist doch nicht so ein Zweck. Eine Uhr soll man eigentlich jeden Tag tragen und deswegen ist es wichtig, dass die Uhr richtig klasse aussieht und dass die Uhr nicht viel kostet. Und unsere nächste Uhr muss ich natürlich auch nicht verstecken, stimmt's? Das ist ein Hammer. Das ist nämlich eine Funkarmbanduhr im Carbon-Design. Schau mal hier, das Armband ist jetzt ein Stück zu lang, das hätte ich jetzt mal auf meine Größe umstellen müssen, das ist ganz klar. Das kann man ja machen. Allein mal von der Entfernung, guck mal hier, steht mir die? Die steht dir super, die steht dir ausgesprochen gut. Und die erinnert mich so ein bisschen an meinen Vati, der liebt ja diese Funkarmbanduhren. Ja. Und auch alle Frauen, die jetzt sagen, ah, ich finde diese Uhr natürlich auch klasse. Und vor allen Dingen an alle Allergiker, diese Uhr ist auch nickelfrei, also aus nickelfreiem Metallarmband. Auch hier können Sie das vertragen. Ja, schauen Sie mal hier, also die geht natürlich immer richtig, das ist ganz klar. Das heißt, sie wird also immer entsprechend von dem, wie heißt es, physikalisch-technischen Bundesanstalt, dort für die Atomuhr zu finden, genau. Ist, wird das ganze Ding also immer wieder entsprechend auf die richtige Zeit gestellt. Das heißt, für Sie zu Hause entfällt auch das lästige Nachdenken vom Übergang vom Sommer auf die Winterzeit. Muss ich jetzt die Uhr eine Stunde vor oder muss ich die Uhr eine Stunde zurückstellen? Ja, das Problem habe ich auch. Erfahre ich seit fast 40 Jahren immer wieder aus der Zeitung. Ich habe es also immer noch nicht ganz begriffen, wie es tatsächlich funktioniert. Das Schöne ist, wir haben natürlich auch hier als Sicherheitsmerkmal, wie es falsch rum, so rum, damit Sie es besser sehen können, musste ich gerade mal überlegen, auch eine sehr schöne Faltschließe. Das heißt, selbst wenn es mal aufgeht, ich mache es einfach mal so, rutscht Ihnen die Uhr nicht direkt vom Arm. Ein Sicherheitsmerkmal und auch für Langfinger sicherlich nicht so einfach, das entsprechend zu machen. Wie gesagt, sehen Sie es mir nach, ich muss das gerade mal alles auf den Kopf machen. Das ist ungewohnt, das ist kein ungewohnte Bewegung. Übrigens für alle, ich sage das immer so gerne, weil du hast ja auch mal das Problem mit dem Sommer- und Winterzeit, wie ich mir das merke. Soll ich dir noch einen kleinen Tipp von mir geben, wie ich mir das immer merke? Also du stellst dir jetzt deinen Balkon vor, ja? Du hast einen Balkon, Terrasse, was auch immer. Im Sommer stellst du deine Gartenmöbel vor, also stellst du die Uhr vor und im Winter holst du sie zurück, also stellst du die Uhr zurück. So merke ich mir das immer. Das ist eine gute Eselsbrücke, danke dir dafür. Aber leider, weil ich natürlich auch keine Funkarmbanduhr habe. Wenn Sie das natürlich haben, dann müssen Sie sich diesen blöden Eselsspruch oder Eselsbrücke auch nicht merken. Eselsbrücke. Schauen wir uns vielleicht noch ein paar schöne Details an. Natürlich ist auch das eine etwas größere Uhr. Wir werden auch gleich mal das Lineal dran halten, damit Sie auch da die Größenverhältnisse nochmal haben. Wirklich sehr, sehr schön peppig gemacht. Also ich würde von der Farbe her von einem Anthrazit sprechen. Ja. Schauen Sie sich mal diese Carbon-Optik an hier im Inneren. Das sieht aus, meine Herren, wie ein Sportwagen, oder? Ah, ja, da also muss ich dir allerdings Renner hier. Ja, das ist toll. Sieht richtig klasse aus. Dieses klassische Metallarmband mit dem hochwertigen, mit der Faltschließe aus Edelstahl. Und Edelstahl ist ja auch ein besonders robustes Material, wie wir wissen. Das ist nicht wie Silber, was sehr schnell zerkratzt, weil es so ein weiches Material ist. Von daher würde ich auch immer wieder zu einer Edelstahluhr tendieren. Ja, natürlich sehr widerstandsfähig. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Natürlich spritzwassergeschützt, das ist ganz klar. Und jetzt bitte nicht erschrecken. Ich halte mal das Lineal ran. Ich komme mal von der Seite hier, damit wir uns auch da mal die Größenverhältnisse anschauen können. Also der komplette Kopf dieser Uhr, der kommt hier auf. Was würdest du sagen, Anne-Kathrin?
4. Warte, ja, so 4. Gute 4 Zentimeter. Ja, genau. Ja? 4,2. Ich glaube, bei 1, 2 Millimeter müssen wir uns da nicht streiten. Und auch von der Breite her ist es eine richtig schöne, kräftige Uhr. Das heißt, auch hier reden wir entsprechend nochmal von 4,5, knapp 5 Zentimeter in der Breite. Richtig schönes Teil. Auch die wird noch pünktlich zu Ihnen nach Hause kommen, wenn Sie heute, wenn Sie vielleicht sogar jetzt zugreifen. Die Kollegen im Service Center unter der 0180 51 51 3x die 2 sind 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche gerne für Sie da, um Ihre Bestellungen entgegenzunehmen. Und wir können Ihnen garantieren, das tun wir wirklich sehr, sehr gerne, alles das, was Sie heute hier bei Pearl TV bestellen, wird noch pünktlich bei Ihnen ankommen, ja. Pünktlich zum Heiligen Fest. Ja, und die Frauen sollen natürlich auch nicht so knapp kommen. Jetzt haben wir zwei wunderschöne Herrenuhren und jetzt sind endlich die Frauen dran, worüber ich mich besonders freue. Denn bei dieser Uhr, da funkeln nicht nur immer meine Augen, sondern natürlich auch die Uhr an sich. Schauen Sie mal, was ich hier an meinem Handgelenk trage. Ich liebe diese Uhr, ich lege sie auch ungern ab, denn diese Uhr, die macht so einiges mit. Die hat ein robustes, sportliches Silikonarmband und Sie kennen das ja, wir haben das ja schon ein paar Mal vorgestellt und diese Uhren sind eigentlich fast schon unkaputtbar. Die haben ein kratzfestes Mineralglas, also auch wenn Sie mal Fingernägel haben, liebe Frauen, das tut der Uhr gar nichts ab. Und das ist wirklich klasse. Und weiß ist ja sowieso eine Farbe, die passt zu allem. Ob Sie jetzt ein Abendkleid anhaben, ob Sie jetzt in der Jeans gekleidet sind oder im Business-Look, wie auch immer, diese Uhr passt überall hin. Und dadurch, dass sie so sportlich und zeitlos und schön und elegant ist, kann man die ja sowieso immer tragen. Das sieht richtig, das ist natürlich auch eine richtige Trendfarbe. Man beobachtet ja, und das tue ich ehrlich gesagt schon seit einigen Monaten, dass die Uhrenmode nur doch etwas variabel ist, einfach ein bisschen peppiger geworden ist. Man trägt also auch orangene, rote, blaue, grüne Uhren und natürlich auch weiß. Genau. Das ist eine absolute Trendfarbe in diesem Jahr gewesen und wird sie sicherlich auch noch weiter fortsetzen. Interessant natürlich, und ich glaube, das ist genau dein Ding, oder? Diese Strasssteine da drauf. Ich habe extra notiert, ich habe sie nicht gezählt, ich habe es nachgeschaut. 28 facettierte Strasssteine. Facettiert natürlich deswegen, weil die Lichtbrechung, der Lichteinfall natürlich hier zu diesem wunderschönen Funkeln führt. Das ist natürlich eine ganze Menge und da macht man natürlich oder da hat man auch wieder Vergnügen, auf die Uhr zu schauen und wenn man sich dann überlegt, für so einen wahnsinnig kleinen Preis, ist es natürlich auch richtig klasse. Und wir sehen auch hier wieder bei deiner Uhr, auch hier kann ich das Datum sehr gut ablesen. Ja. Ne, da steht jetzt gerade der Zeiger drauf, aber ansonsten kann man das wunderbar durch dieses Lupenglas ablesen. Ich versuche es mal so zu kippen, dass Sie es sehen können zu Hause. Ich glaube, das sieht aus wie so ein Wassertropfen, der da drauf ist. Das ist ein Lupenglas. Der Tag, das Datum des Tages wird entsprechend nochmal vergrößert. Das heißt, Sie haben also nicht nur die Uhrzeit, sondern auch das Datum auf einen Blick deutlich erkennbar. Ja, und diese Uhr ist absolut alltagstauglich, da wir ja zum einen das elastische Silikonarmband haben, also auch zum Sport kann man das gerne tragen. Und dann ist es natürlich auch ein hochwertiges, kratzfestes Mineralglas und auch für die Allergiker unter Ihnen. Wir haben hier ein nickelfreies Armband, beziehungsweise der Dornverschluss und die Gehäuseelemente sind alle aus nickelfreien Elementen und natürlich unsere Zeiger, auf die kann man auch nochmal besonders... Ich wollte mal kurz zeigen, wie flexibel das Ganze ist, der Vorteil von Silikon. Ja. Genau. Ja, kriegst du nicht kaputt im Gegensatz zu deinen Herrenarmbanduhren. Ne? Ja, das stimmt. Übrigens haben wir auch nachleuchtende Zeiger. Also die werden tagsüber durch die Sonne geladen, durch das Tageslicht. Und in der Nacht kann ich dann natürlich auch wunderbar meine Uhr ablesen. Denn häufig ist ja so, dass wenn man sich eine Uhr in der Nacht anschaut, kann man ja gar nichts mehr erkennen. Richtig. Und von daher ist es wirklich eine klasse Sache. Und vor allen Dingen mit diesen funkelnden Strasssteinchen oder beziehungsweise Zirkoniasteinchen, das liebe ich sowieso. Und ich glaube nicht nur ich. Jede Frau liebt Strasssteinchen und wird begeistert sein. Und liebe Männer, jetzt appelliere ich mal an Sie, wäre das nicht ein schönes Geschenk für Ihre Frau? Das ist mal was ganz Persönliches, weil meistens tendieren dann Männer ja doch entweder zu einem Pralinenkasten oder zu einem Parfüm. Eigentlich so das Typische, was Meinst man jedes wirklich, Jahr schenkt. Meinst du wirklich, dass wir Männer so einfallslos sind? Manche vielleicht. Manche, denke ich schon. So ein Parfüm, halt sowas, was schnell geht, ne? Was man mal eben nur kurz kaufen muss. Aber so eine Uhr, wirklich, liebe Männer, wir Frauen freuen uns darüber. Ich möchte auch ganz gerne nochmal die Schließe zeigen. Auch da reden wir natürlich von Edelstahl. Gucken wir mal hier. Ist eine klassische Dornschließe. Ich muss mal schauen. Ja. Wir kommen auf eine Länge von 24 Zentimetern insgesamt, also sowohl für das schmale als auch für das etwas kräftige Handgelenk, ohne weiteres zu verwenden. Sie haben natürlich hier nochmal diese zusätzliche Lasche, dass Ihnen also, sollte das Handgelenk etwas schmaler sein, Ihnen hier nicht auch noch das Band noch übersteht, sind extrem widerstandsfähig, also absolut alltagstauglich, diese Silikonbänder. Ich drehe es nochmal, damit Sie wirklich mal sehen, man kann mit dieser Uhr arbeiten. Die ist alltagstauglich, egal ob Sie im Garten arbeiten, ob Sie spülen, ob Sie die Wäsche zusammen
legen, was auch immer man macht. Ich möchte da jetzt keine Klischees bedienen, das hat damit gar nichts zu tun. Aber die ist wirklich sehr, sehr alltagstauglich und robust. Und wenn mal irgendwie ein Fleck drauf sein sollte, einfach es ist nun mal weiß, ja, machen wir uns nichts vor. Und da fließend Wasser halten ist die Uhr sauber. Genau, und deswegen liebe ich diese Uhr noch so, weil das ist eine tolle Kombination zwischen sportlich und elegant. Weil meistens, ich habe es auch vorhin angesprochen, nochmal mit diesen Silberuhren, die trägt man ja nicht zum Sport. Die sind ja extrem empfindlich und auch was Kratzer betrifft. Und deswegen ist es wirklich schön, denn vor allen Dingen auch für diesen kleinen Preis, da braucht man wirklich nicht lange überlegen. Deswegen schnell Artikelnummer notieren. Die NC 7297 und die 569. Und dann bekommen Sie einen Hauch von Luxus, einen Hauch von Glamour zu Ihnen nach Hause. Und da hat jede Frau Freude dran. Oder auch Kinder natürlich. Ne? Für Kinder, das ist ja auch meistens, die geben da ja nicht acht. Ja, was mache ich jetzt mit meinem Schmuck? Da, Hauptsache eine Uhr umhaben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Uhren nicht ganz so kratzanfällig sind. Aber die Mädels im Teenageralter, die fahren doch voll auf sowas ab. Ja, definitiv ganz fahren ehrlich. Die auf sowas ab, weil man sagt ja auch, Diamonds are the girls' best friends. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch. Ja, ja. Und jetzt haben wir natürlich auch was ganz Schickes, Klassisches, was ich hier um meine Uhr habe. Nämlich diese Uhr, die ist ganz umweltfreundlich. Die braucht gar keine Batterien mehr. Nie wieder Uhrenmacher, nie wieder teure Reparaturen oder beziehungsweise teure Batteriewechsel. Denn diese Uhr ist solarbetrieben. Das heißt, die lädt sich tagsüber mit dem Tageslicht auf, mit der Sonnenenergie und spendet dann somit sozusagen die Energie. Das heißt, diese Uhr funktioniert vollkommen ohne Batterien. Das ist doch klasse, oder? Das ist zum einen ein sehr bequemer Faktor. Das heißt, auch da müssen Sie sich nie wieder Gedanken drüber machen, wann ist jetzt eventuell mal meine Batterie, diese kleinen Knopfzellen, die da reinkommen, mal leer oder muss ich die jetzt wegbringen oder warum ist die Uhr stehen geblieben, ist sie jetzt kaputt, um Gottes Willen. Nein, diese Uhr läuft, solange die Sonne scheint. Und mitunter können Sie sogar, je nachdem, was Sie für ein Licht haben, unter elektrischem Licht aufladen. Auch hier habe ich mal nachgeschaut. Ja. Wie viel haben wir? Habe ich mir gar nicht notiert. Das waren so viele verschiedene kleine facettierte Strasssteine, die da drauf sind. Ach so, soll ich mal zählen? Wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, ja. Aber man sieht natürlich gerade hier in dieser Studiobeleuchtung ist es ganz klar, aber auch hier nochmal die Strasssteine, die sind natürlich ebenfalls facettiert in Reihe gefasst. Das sieht richtig schick aus. Und schauen Sie sich mal bitte diese Lichtbrechung an. Das ist ein Hingucker. Zum einen, das ist ein Hingucker. Und zum anderen, was ich auch besonders schön finde, das Ziffernblatt an sich hat ja so ein bisschen Perlmutt-Optik. Und wenn man das so ein bisschen hin und her dreht, dann erinnert einen das so ein bisschen an so Muscheln, die man am Strand gesammelt hat. Und das finde ich besonders schön. Und deswegen, die Uhr ist wirklich klasse. Die ist so ein bisschen schlicht und edel. Wer es jetzt nicht ganz so groß am Handgelenk mag wie unser Vorgänger, die ist jetzt ein bisschen dezenter und deswegen, die ist auch wirklich alltagstauglich. Die kann man natürlich auch tagsüber tragen, bei der Arbeit, in der Schule, wo auch immer. Die ist sehr dezent am Arm und vor allen Dingen auch noch wasserfest bis zu 3 Atmosphäre. Also auch hier, wenn man sich die Hände wäscht oder wenn man Geschirr spült, das macht der Uhr gar nichts ab. Weil häufig vergisst man sowas ja auch und dann ist eine Uhr auch hinüber, wenn man beim Händewaschen vergisst du Uhr abzulegen, dann war es das natürlich auch. Ja, ne? Bei dieser ist das gar kein Problem. Wenn es geschützt ist oder wasserdicht, hast du natürlich im Anschluss ein Problem. Auch hier haben wir wieder dieses Silikonband. Ich möchte die Uhr nicht kaputt machen, um Gottes Willen. Aber Sie sehen, ich kann damit eigentlich machen, was ich will. So schnell kriegst du die auch nicht kaputt. Da muss ich also wirklich schon mit dem scharfen Messer ran, um dieses Band tatsächlich kaputt zu machen. Ich möchte Ihnen einfach nur mal zeigen, damit Sie sehen, wie alltagstauglich die Uhr tatsächlich ist. Sie können hier natürlich jederzeit, also ohne weiteres, auch mal mit dem Läppchen drüber gehen. Sie sehen, also wir haben hier schon fast diese durchsichtige Optik, wobei das ist mehr so eine Milchglasoptik. Man kann nicht wirklich reinschauen, aber es sieht einfach klasse aus, weil die Farben so wunderschön miteinander harmonieren. Ja, finde ich auch. Also das ist wirklich eine Uhr für modebewusste Frauen und da werden Sie bestimmt auch ganz oft angesprochen werden, Mensch, wo hast du diese tolle Uhr denn her? Und vor allem, wenn man dann überlegt, für dieses kleine Geld, das ist ja wirklich ein Schnäppchen und da kann man nicht nur die Liebsten beschenken, sondern auch sich mal selber. Weil bei so einer Uhr muss man einfach nicht überlegen, das sollte man schnell zuschlagen, bevor sie dann nämlich weg ist. Wie wir es ja schon oft erlebt haben, gerade bei Uhren, Uhren rennen bei uns wie verrückt und deswegen jetzt, wenn Sie zu Weihnachten noch ein Geschenk suchen, dann sollten Sie heute zuschlagen, denn dann bekommen Sie diese Uhr hundertprozentig auch noch zum Weihnachtsfeste. Ja. Da machen Sie sicherlich jeder jungen Dame natürlich auch eine riesengroße Freude. Übrigens haben wir auch hier, vielleicht haben wir die Zeit noch ganz kurz, ich halte noch eben das Lineal dran. Ja, die Zeit nehmen wir uns. Gut 4 Zentimeter vom Durchmesser her, auch eine richtig schöne Größe, entsprechend für die gestandene Dame, genauso wie für ein Mädchen, 14, 15 Jahre alt, warum denn eigentlich nicht? Schauen Sie hier, gut 4 Zentimeter. Vom Durchmesser. Ja. NC 7266 und die 569, das ist die Artikelnummer für unsere solarbetriebene Uhr und das ist richtig klasse, denn auch hier nie wieder
lästiges Batteriewechsel und zum Uhrenmacher gehen, denn das, da kann man auch eine Menge Geld lassen. Und diese Uhr macht einiges mit. Wir haben ja gesagt, die ist super robust, die ist was für die modebewusste Frau. Und diese Kombination ist einfach klasse. Die ist robuste und hat dann natürlich auch noch einen Sinn und Zweck. Diese Uhr ist toll, deswegen ganz schnell zuschlagen. 0180 51 51 und dreimal die 2. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Verschenken oder selber behalten.